Mangelnder Auftrieb hat einen Segelflieger zu einer Außenlandung in diesem Maisfeld bei Schmidt-Lotheim gezwungen. Der Pilot ging am Dienstagabend auf dem Acker nieder, nachdem er zuvor bereits 4 Stunden in der Luft gewesen war. Der Arzt aus Hannover ist einer von rund 70 Teilnehmern eines Wettbewerbs und war am Nachmittag von Marburg-Schönstadt aus gestartet. Bei der Außenlandung blieb der Mann unverletzt, sein Fluggerät trug keinen Schaden davon. Grund genug, den Vorfall gelassen zu sehen und die Gründe nüchtern zu analysieren. Ja, das Wetter ist schlechter geworden, ich habe keine Aufwinde mehr gefunden. Ja, ist so ein warme Luft reingekommen und da hat sich kein Aufwind entwickelt, sodass ich nicht mehr steigen konnte und also auch nicht mehr weiterfliegen konnte. Und da musste ich mir einen schönen Acker suchen. Bekannte des Piloten rückten mit einem speziellen Anhänger an, der Flieger wurde zerlegt und noch am Abend abtransportiert.